Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Uncharted 4. Ich habe es endlich gefunden. Hier unten irgendwo war es. Da beim Säbel. Und jetzt können wir nicht weitere machen. Denn wir haben jetzt alle beisammen. Im Prinzip, wenn man die so dreht. Oder man dreht, aber warte, man dreht es so rum. Und die drin dreht den dann. Oder man dreht das so rum. Dann die nach rechts. So, jetzt gehe ich mal wieder zum Mechanismus. Nochmal gucken. Der Graue muss nach unten, oder? Ne, nach oben. Er muss nach oben. Warte. Das stimmt nicht. Wartet mal, da ist so ein. So. Guck mal, der ist richtig. Warte, aber wie denn die Hände? Wie die Hände, das. Ah, auf den Kopf drin, auf den Kopf drin. Gut. Dann passt's. Weiter geht's. Ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Ja. Die beste Ausrede, wenn man was nicht weiß. Natürlich braucht man dazu noch einen Bruder. Affe, Löwe. England, die Waage ist England, das wissen wir auf jeden Fall. Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ja, Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, aber ist das wirklich lieb? Edward England.
kräftiger, kleiner Kerl. Nummer eins. Einen haben wir. Oh, da hat er sich wohl gemeldet. Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Hammond ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Ja, also er weiß es auch nicht. Zwei. Na da. Ah, da oben, das ist da oben. Da oben. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Und the last one. Boah, schaut euch das an, wie zerbrannt das ist. Ah, hier, oder? Und vier. So, haben wir alle Sternzeichen. Die letzte Runde wahrscheinlich. Erstmal das Buch aufmachen. Komm schon. Okay, ich habe die Namen von zwei von Ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Das vielleicht so rum? Nein. Okay. Darüber. Ich bin zu Albasa. Warte, die sind falsch. Den will ich doch gar nicht. Der muss darüber. Seht ihr, dann passt es nämlich schon gar nicht. Dann passt das nämlich. Dann passt das. Und das. Wollen wir ins schlaue Büchlein schauen? Einmal drehen nach links, würde ich sagen. Das Fragezeichen muss auf dem Kopf stehen. Der Monkey muss auf dem Kopf stehen. So, dann haben wir das. Was haben wir? Ich weiß nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nicht. Okay, einmal. So, mit Dreieck macht man das. Zweimal. So, das letzte.
Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Weißt du, das sieht fast aus. Ja. Was, ja? Was ist los? Was tust du? Du hast noch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis bekommen. Das wird ihn bald. Pass auf. Aha. Voila. Okay, das ist wohl Fassaden. Ja, und das ist auch Schweinekerl. Und ich, wir packen mal wieder unsere Taschenkumpel. Rodius und Lizenzier. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Sam, hast du die Fotos? Oh mein Gott, ich wusste es. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hängt dann ab? Wie geht es dir, Nate? Hey, Ray. Das ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser gekostet. Nein, nein, ich habe ein Batzen Geld bezahlt. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kann. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, du weißt, ich stehe auf dich. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Ray Vettler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nick. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Ja, die Kohle. Und sie die Armee. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeit. So verlockend das klingt, Ray. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Cordy kennt ihn. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du es. Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns schon, Kumpel. Lass mich raten, Kerle mit Waffe sind hierher unterwegs. Sam! Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Team. Was ist denn los? Ach, Scheiße. Geht das schon wieder los? Da hat man mal nicht Pause. Das gibt's doch nicht. Hey. Ich kauf dir Neues. Da haben sie andere Sorgen. Raus geht's. Aber weiter geht's erst im nächsten Part, denn hier ist schon wieder Ende. Endstation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen könnt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.